stimmt. Wo fahren wir denn hin? Hä? Wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir hin? Wir fahren zu einem Haufen Verrückte, zu den YouTuber. Rigottiland. Let's go. So. Gut, Freunde, jetzt sind wir da, prügelheiß. Wir stehen vor dem vermutlich bekanntesten Hühnerstall in ganz, auf ganz YouTube im Rigottiland, zumindest im deutschsprachigen. Wir sind hier beim Garten-YouTuber-Treffen jetzt angekommen. Sau nette Leute, sau lustig. Ich habe gerade gezeigt, wie man Fische filetiert. Wir verziehen uns jetzt wieder zu den anderen. Es ist prügelheiß, aber ihr hört es noch mehr von uns. Wer bist denn du? Ich bin der Lukas vom Freizeitgarten. Lukas macht Gulasch. Yes, zumindest versucht er es. Ich glaube, ich bin recht optimistisch, dass das was wird. Ich habe gesehen, was er alles reingeschnüpfelt hat. Und wenn du siehst, was alles drin ist, dann weißt du schon, wie es schmeckt nachher. Ja, Freunde, einen muss ich euch unbedingt noch vorstellen. Ganz eine wichtige Sache. Der Mann hat den besten Käse überhaupt mitgebracht. Nils vom Kanal Saatenvielfalt. Ganz genau. Erzähl mal ein bisschen, was du machst. Ja, ich mache im Moment ein freiwilliges ökologisches Jahr auf einem sehr großen Demeter-Betrieb in der Nähe von Frankfurt, der Dottenfelder Hof. Genau, und da arbeite ich in der Käserei und in der Gemüsezüchtung. Also alles rund um Thema Saatgutvermehrung, Züchtung im ökologisch-biodynamischen Bereich. Klasse Sache. Ihr seid ziemlich groß, gell? Ja, wir haben um die 160 Mitarbeiter. Das ist ein riesiger Betrieb mit allem drum und dran. Ackerbau, Getreide, also Züchtung, Konditorei, Bäckerei, Gemüse, Obst, alles. Und du machst dann danach aber schon weiter in Richtung Garten? Ja, oder? Auf jeden Fall. Also der Wunsch, eine Ausbildung zum Gemüsegärtner zu machen, speziell in die Richtung Saatgutvermehrung, das habe ich schon mindestens 3-4 Jahre. Also das wird auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ja, super, dann wissen wir auf jeden Fall auch, dass es mit deinem Kanal weitergeht. Freut mich, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir. Jo, alles klar. Ciao. Mach's gut, ciao. So, Freunde, jetzt noch mein Körpergegenteil. Der Felix von Felix. Felix Hobbygarten, und den habe ich mir jetzt kurz geschnappt, weil da möchte ich euch zeigen, es gibt auch noch das überm normalen eigenen Garten. Du hast nämlich ein Spezialprojekt und das finde ich wirklich klasse. Kannst du das mal ganz kurz erklären? Ja. Mein Garten liegt auf dem Gelände vom Tierheim Ling. Also ich komme aus Ling und dort beim Tierheim habe ich meinen Garten. Da haben wir mehrere Projekte im Jahr, hauptsächlich einmal einen Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck. Der war dieses Jahr am 10. Mai, glaube ich. Mhm. Und dort kam für den guten Zweck, fürs Tierheim, die auf Spenden angewiesen sind, gerade in so einer Corona-Zeit, wo man noch mehr Desinfektionsmittel braucht und sowas, kam da 1.686 Euro fürs Tierheim das ist klasse. Zusammen, die auch 100% ans Tierheim ging.
Und jetzt haben wir ein zweites Projekt, das heißt Gemüse gegen Spende. Ich kann das Ganze, was ich da natürlich anbaue, nicht alleine verwenden. Ich bin jetzt auch nicht so der Profi in Sachen Einmachen, deswegen habe ich mir überlegt, ich biete da einen Gemüsestand an, Gemüseverkauf, wo die Besucher vom Tierheim das Gemüse gegen eine Spende mitnehmen können. Und das geht dann auch nochmal zum Thailandstierheim. Also das finde ich echt klasse, dass es auch so diese Version gibt, dass Leute sich quasi für ein soziales Projekt engagieren. Ich denke, du wirst da ziemlich viel Zeit in das Ganze auch reinstecken. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin fast jeden Tag da. Wir sind am Anfang angefangen mit einer normalen Rasenfläche. Es war einfach eine alte Schafweide. Mittlerweile haben wir Hochbeete, Tomatenhaus und alles für 0 Euro draufgesetzt. Wir bauen jetzt gerade ein Gewächshaus und wollen mit Teich und vielen anderen Dingen das zu einem richtig schönen Garten jetzt werden lassen. Und das ist natürlich sehr viel Arbeit dann. Also ihr seid quasi jetzt noch am Anfang und wollt das Projekt neu erweitern? Genau, wir haben es seit September. Wir haben den ganzen Winter erstmal gebraucht, um den Boden fertig zu machen, um Beete anzulegen. Wir haben erstmal Gründungermischung draufgehauen. Dann haben wir jetzt im März, glaube ich, angefangen mit den ersten Pflanzungen. Und ja, jetzt sind wir langsam dabei, auch richtig den Garten zu erweitern, Projekte zu starten, wie zum Beispiel jetzt einen Teichbau wollen wir machen. Und so weiter. Wir werden Wege anlegen, Obstbäume noch mehr pflanzen und dann soll das insgesamt so ein richtiger Garten werden. Also es gibt ja wirklich diese Ackerwirtschaft, wo einfach nur 4 Felder sind. Da sind wir jetzt gerade noch mit 2-3 Hochbeeten dazu. Aber wir wollen wirklich, dass es ein richtiger Garten wird. Also nicht nur einfach Gemüsebeete, wo Gemüse wächst, sondern mit allem drum und dran. Ja, ich verfolge das Ganze schon seit Anfang an. Ich habe mir das angeschaut. Muss wirklich sagen, klasse Nummer, was du da durchziehst. Danke. Ja. Wirklich toll. Ich drücke euch die Daumen, dass es auch gut weitergeht. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für uns. Gerne. Wir verlinken natürlich seinen Kanal bei uns. Vielen Dank. Gerne. Florian, sein Gewächshaus. Also das ist mein Gewächshaus, so ein Folientunnel. Sowas stelle ich mir auch irgendwann einmal vor. Wenn meine 2 kaputt sind, dann werde ich mir sowas holen. Da hängt schon ordentlich was drin, ne? Ja. Ist so eine schöne Größe, da kannst du halt einfach arbeiten. Da kommst du Schubkarren rein. Gefällt mir. Schau, was haben wir da noch? Gucken wir wieder bei den Hühnern. Hören wir die Brocken an. Ja, das hab ich vorhin auch schon gesagt, das sind übelst. Ne? Raptoren. Der Fisch drin. Achso, das ist Keuteich, gell? Ja. Da. Der Keuteich. Das fällt auf, wenn ich angel. Nee. Kann Schein rausziehen. So, Freunde. 3 Tage Rigottiland. Wunderbare Nummer, tolles Garten-YouTuber-Treffen 2020. Viele tolle Kanäle, wir haben viel gelernt. Es hat riesen Spaß gemacht, gut gegessen. Der Kameramann war gefragter als ich, der hat für die anderen teilweise mitgefilmt. War wirklich schön, neue Leute kennengelernt, die wirklich nett sind. Mein Dank geht in der Nummer an Florian Rigotti. Merci Flo, dass du das organisiert hast für uns alle. Super toll. Und auch mein Dank an alle anderen, die alle toll mitgemacht haben. Wirklich schön. Schaut bitte die anderen Kanäle auch an, wir verlinken die euch alle. Da gibt es viele, die haben einiges drauf. Jetzt bleibt mir bloß das zum Sagen. Ciao, ciao. So, und der Ottomann, der Kameramann vom Gysi-Mann. Haut rein. Ciao.